Ich fürchte, ich verliere gleich einen Maskeradenpunkt. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es. Aber sie füllen sich leicht wieder auf. Ich fürchte nicht. Mein Blut hat sich mit deinem eigenen verbunden. Man nennt jemanden wie dich einen Ghoul. No, there is no such thing. You're... This isn't funny anymore. Mach dir keine Sorgen, mein süßes Schmusetier. Ich werde dich beschützen. Durch mich wirst du dich ganz unglaublich fühlen. You will. I do love you so much. Whatever you are. I don't care. I just want to be with you. Gerade noch gerettet. Ja, du sollst wissen, dass ich dich immer lieben werde. Ich teile mein Blut nur mit dir, liebste Heather. What can I do to show my appreciation? Hast du ein bisschen Geld bei dir? Here, that's all I've got. $20. Das reicht fürs Erste. Besorg mal ein bisschen mehr für mich, okay? Bis später. Auch nett. So, dann gucken wir mal, was oben Schönes da ist. Ah, wir haben jetzt einen festen Rechner. Sehr gut. Yay, ich kann jetzt Let's Plays aufnehmen. Ja, wir machen jetzt eine Room-Tour. Oh Mann. Sorry, das musste sein. Ich konnte mir das in dem Moment einfach nicht verkneifen. Haben wir denn hier nichts weiter Erwähnenswertes? Nö. Bis auf diesen okkulten Gegenstand, wo keiner weiß, was das so wirklich sein soll. Was auch super ist. Gucken wir hier nochmal eben rein. Hm, nichts Tolles. Und wie sieht's hier? Wir haben zwei Klos. Supi. Klasse. Da hat jeder sein eigenes Klo. Finde ich gut. Ein Gästeklo und ein Klo für den Gastgeber. Dong, 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 dong. Wie viele Türen hat der Fahrstuhl? Sechs? So, das müsste die Bude sein. Genau, das ist die Bude. Von dieser reichen Tante. Safe. Safe. Darauf hätte ich kommen können. Egal. Entriegeln. Safe entriegelt. Finde ich gut. Ja, ja, es geht doch nichts Schönes als Geld verdienen. Haha. Ein Goldring, ein Silberring, ein edler Ring und eine schicke Armbanduhr. Das dürfte gute Kohle bringen. Auf jeden Fall. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Hacken zu lernen. Und zu skillen. Ernsthaft, Typ. Was machst du hier, hä? Du lässt mir keine Wahl. Ich muss dich töten. Sorry. Aber du hast mir keine Wahl gelassen. Der geht mir jedenfalls nicht mehr auf die Nerven. Ja, jetzt sind wir wieder auf Startniveau, was die Menschlichkeit angeht. Das tut mir leid, ich wollte den eigentlich nicht töten. Aber ich musste mich ja zur Wehr setzen, ne? Ich kann mich ja nicht einfach so abknallen lassen. Na, ist jetzt wieder die Polizei da und jagt mich wieder, oder wie ist das? Nicht, die Polizei lässt mich in Ruhe. Finde ich gut. Huch. Galtiam, okay. Geschwindigkeit, Stärke, Sehnstärke, Verdunkelung, Präsenz, Outpacks. Das verbessert unsere Disziplin, ja? Wo ist das denn? Da. Wenn Sie diesen grob behauenen Bernstein halten, empfinden Sie tiefen Frieden und sogar einen Hoffnungsschimmer auf Erlösung. Tragen Sie Galtjam, können Sie die Wirkung der meisten passiven Disziplinen länger aufrechterhalten. Die Dauer verlängert sich um 25%. Sehr geil. Das bewirkt das also. Okay. Übrigens, blau markierte Eigenschaften sind Eigenschaften, die durch unsere Kleidung erhöht werden. Oder durch Talismänner, die wir bei uns tragen. So als kleiner sachdienlicher Hinweis. Fahren Sie erstmal. Wir fahren zu Grouts Mansion. Die nächste Quest von Sebastian LaCroix. Oh, nice. You. What are you doing here? Schön mit dem Echo. Hey, Nines, alles klar? No. Eigentlich war das keine Entscheidungsfrage. You should get out of here. This place is bad news.
Pardon me. Hä? Ja, lass mich einfach mal im Regen stehen. Das ist in Ordnung. Ja. Und es gibt wieder gruselige Musik. Gut. Ich werde wieder ein bisschen leiser sein. Okay. Das hält sich so schön. Das finde ich richtig cool. Schönes Detail. Ist mir gar nicht vorher aufgefallen. So, mir hier. Ach, eine Ratte. Okay. Du bist ein Feind. Ein weiblicher Feind anscheinend. Sie haben gerade Grounds Anwesen betreten und irgendwas daran ist merkwürdig. Das muss wohl sagen. Alter, wer braucht bitte 6 Uhren? Da ist es doch kein Wunder, dass man bekloppt wird in der Birne. Du hast aber auch eine sehr interessante Lache. Au. Die Flo. Stirb. Alter, was macht die denn da? Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, Mann. It is quite peculiar, the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I'm thinking of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintalism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. No, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Okay, das war's. Also ich muss sagen, diese Bänder, die haben so ein bisschen was von Bioshock, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da gab's ja sowas ähnliches. Da musste man ja auch solche Bänder finden, Tonbänder. Und mit denen konnte man dann eben halt sich ein paar Sachen anhören. Ja, es ist sehr, sehr witzig, sowas, ja. Scheint ihm großen Spaß zu machen. Schade, jetzt ist der Spaß für dich nur vorbei. Was ist das hier? Wahrnehmung schärft den Geist und herrscht über die Grenzen der Zeit. Zeit lässt die Wahrnehmung ermüden und verfälscht den Geist. Der Geist ist launisch und wirkt in vielerlei Hinsicht auf Wahrnehmung, Zeit und den Geist selbst. Selbstharmonie bringt... Wie konnte man das umblättern? Ich weiß das nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie umzublättern? Nein. Warum nicht? Ich will da gerne wissen, wie es weitergeht. Das ist fies. Okay, dann spielen wir das Tonband ab. Another unfortunate casualty to tide of time. Insane asylums. I lament their loss.
house not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous mélange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Okay. Gut, dann werde ich mal gucken. Ja. Geil, das war's schon. Das ging ja echt schnell. Gewonnene Erfahrung, ein Punkt. Was ist dieses okkulte Extra-Einglied, das ich gerade aufgehoben habe? Vikapauk, Distel. Dieses versteinerte Blatt ist nicht für die Verdammten bestimmt. Doch Vampire können trotzdem von seiner Schamanen-Magie profitieren. Erhöht Verteidigung um 1. Sehr gut. Bessere Defensive ist immer gut. Da können wir noch nicht hoch, okay. Gut, dann müssen wir erstmal raus. Dieser Teppich, der ist so schön blutrot. Passt richtig zum Spiel. Richtig gut. Oh, den hat's erledigt, würde ich mal sagen. Okay, der ist auch erledigt. Dann kümmern wir uns um die gleich mal. Die Fluch, ey. Alter, wie die fliegen. Alter. Die fliegen quer durch den Raum. Ich finde das so geil. Der hat übrigens dasselbe Design wie der Typ am Santa Monica Pier, der da abhing. Alter, wie sie geflogen sind. Das sah richtig geil aus. Okay, die Türen scheinen alle noch verschlossen zu sein. Ah, da können wir hoch. Okay. Dann gehen wir mal da gleich direkt hoch. Ah ja, okay. Die hat da wohl jemanden gekillt. Geil. Ein Arm und mal ein Kopf ist mal eben da schön in die Wand reingeglitscht. Oh, das sieht so geil aus, ey. Ich muss mich echt gleichzeitig aufpassen, weil es schon spät am Abend ist. Oh, geil, ey. Das sieht so herrlich aus. Ah, geil. Super. Finde ich gut. Ah, hier ist das nächste Gerät. Oh Mann. Conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. And of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all but a modicum of cooperation will be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess in there. Ah ja, okay. Ja, das... Ach, das ist der von der Blutbank vom Design her, okay. Mit einem fiesen, creepy Grinsen und seltsam leuchtenden Augen. Können wir den auch von aus der Nahperspektive sehen? Kann ich nicht. Schade. Vielleicht doch. Nimm mal die Shotgun in die Hand.
Bäh. Kein schöner Anblick. Ach, hier ist schon das nächste Band, okay. Das ist echt nicht schön. Ich bin eher für den sauberen Nahkampf. My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. Das war's schon, okay. Ah, jetzt kommen wir zu der Treppe, okay. Auf die andere Seite. Dieser Bug kam übrigens auch im Let's Play Together vor. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Ist übrigens dieselbe Treppe, nur verlängert wie bei der Kirche in Downtown. Und schon wieder dieser Bug. Alter, die haben die ganzen Todesstellungen, echt. Na, komm her. Au! Au! Da messert die mich einfach von der Seite an. Alter, die fliegen durch die Landschaft. Das ist einfach nur endgeil, echt. Alter! Die ist quer durch den Raum geflogen. Alter. Heftig. Ich muss echt aufpassen hier. Ich lach hier mehr wie so ein Esel den Arsch ab. Das geht gar nicht, ey. Ah ja, da geht's weiter, okay. Ich nehme mal an, hier komme ich noch nicht weiter. Nein, ist verriegelt, okay. Ich muss mich echt zurückhalten. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things, I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction, so that I may move more expeditiously toward a cure. Okay, das Band ist zu Ende. Dann werden wir jetzt mal die Seite wechseln. Die andere Seite des Kamins.